Bei uns ist Stanislavski Lagi. Stani hat die erste Torkanade der Woche gewonnen. Das ist ab sofort eine Umfrage, die jeden Montag von 12 Uhr bis Mittwoch 12 Uhr läuft und in dem sich die besten Fußballer des vergangenen Wochenendes auszeichnen können. Der Preis ist ein 50-Euro-Gutschein von Sportbäcker. Den hat sich heute Stanislav bei uns abgeholt. Stani, wie hast du eigentlich von deinem Glück erfahren? Ja, wir waren nach dem Spiel. Ich bin gleich weggefahren mit der Familie, habe mal kurz Urlaub gemacht. Also 4 Tage waren wir weg. Ich habe eigentlich nichts davon gewusst und dann irgendwann mal in Urlaub habe ich ins Internet reingeschaut, natürlich torgranate.de. Ja, und da habe ich gesehen, dass ich das gewonnen habe. Ne? Also war für mich Überraschung, aber ich freue mich sehr. Ja. Jetzt warst du ja lange Jahre beim TSV Lienertz. Jetzt spielst du in der Krummliga beim FSV Thalau. Erstes Spiel gleich 3 Tore. Hättest du dir eigentlich einen besseren Start ausmalen können? Nein, eigentlich nicht. Aber das ist immerhin nur erstes Spiel. Und dann, wie gesagt, unser Ziel ist, jedes Spiel zu gewinnen. Und muss man halt schauen, wie das weiterläuft. Das hat nichts, heißt nichts zu, hat nichts zu bedeuten, erstes Spiel. Also soll man nicht überbewerten, aber natürlich hat das geklappt. Besser kann es laufen. Was glaubst du, was sind dieses Jahr die Möglichkeiten? Was könnte reichen im SV Thalau als Aufsteiger in der Krummliga? Ja, als Neuzugang, also als Neuling in der Liga, in der Gruppenliga, wollen wir uns natürlich retten. Aber wie gesagt, wir wollen in jedes Spiel so gehen, dass wir jedes Spiel gewinnen. Und dann muss man halt schauen, was am Ende rauskommt. Ne? Ja, dann Stani, viel Erfolg in der weiteren Saison, vor allem viele Tore für den Klassenerhalt. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Sportbäcker für den Gutschein und dir viel Erfolg in der neuen Saison. Ja, vielen Dank für den Gutschein, vielen Dank für die Stimmen und schöne Grüße nach Thalau.